Ein herzliches Willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Zwei Tage vor dem nächsten Spiel, Samstag sage ich schon, Freitag geht es weiter für uns hier vor heimischer Kulisse unter Flutlicht, 19 Uhr. Gegner sind die Würzburger Kickers, der 10. Spieltag. Genau, kleine Strafe wird wohl fällig, weil ich mich jetzt versprochen habe. Wie gewohnt, 2 Stunden vor Spielbeginn öffnet die MNCC Arena. Es gibt noch Tickets, sind aktuell über 15.000 Karten abgesetzt. Im Moment steht noch im Raum, dass die Blöcke 3 bis 4 der MNCC Arena geöffnet werden. Die Nordtribüne befindet sich ja im Umbau. Wir hoffen, dass wir die Blöcke am Freitag zur Verfügung stellen können. Das würde bedeuten, dass die Dauerkarteninhaber der Blöcke 3, 4 und 5 auf die Nordtribüne zurückziehen dürfen. Aber im Moment ist der Stand, dass die Umbaumaßnahmen laufen. Sollte es da was Aktuelles geben, würden wir dann kurzfristig informieren. Also beobachtet mal bitte unsere Kanäle. Ja, mit Blick auf die Partie am Freitag begrüße ich unseren Cheftrainer Stefan Krämer. Stefan, wie gewohnt überlasse ich dir das Wort erstmal zur Personallage und natürlich auch der Blick auf die Rothosen. Was erwartet uns am Freitag? Ja, hallo alle zusammen. Also personell sieht so aus, dass Jasula, hatten wir ja so ein bisschen die Hoffnung, dass es bis Würzburg reicht. Das wird nicht reichen. Bei Dodo Ernst entscheidet sich morgen im Abschlusstraining, ob wir ihn ins Aufgebot nehmen können. Er hat ja musste ausgewechselt werden in Kaiserslautern wegen einem Schlag in die Kniekehle. Da ist noch ein relativ dicker Bluterguss drin. Er war zwar heute mit auf dem Platz, hat aber noch nicht alles mitgemacht. Da müssen wir dann mal sehen, wie sich das über Nacht entwickelt. Und dann auch morgen im Abschlusstraining, beziehungsweise wir trainieren zwar Freitag nochmal, aber wir werden die Entscheidung morgen treffen, ob er dann dabei sein kann oder nicht. Die anderen Jungs sind im Aufbautraining. Alex Bruns ist wieder zu Hause, kriegt morgen die Fäden gezogen und erst dann kann man eigentlich eine halbwegs sichere Aussage treffen, wie lange sich das noch hinziehen wird. Wir haben dann diese Woche auch einen Trainingsgast mit Felix Dornebusch, der sich bei uns fit hält. Und wir profitieren davon, dass wir halt einen sehr guten zweiten Torwart oder zusätzlichen Torwart im Training haben. Also ist für beide Seiten eigentlich eine ganz gute Sache, dass er bei uns ist. Er kann auf vernünftigem Niveau trainieren und uns hilft da durch die Situation mit Alex natürlich auch sehr weiter. Zu Würzburg, die haben ihre letzten beiden Spiele gewonnen in Mannheim. Das Spiel haben wir jetzt gerade angefangen nochmal zu schneiden, um morgen in der Videositzung der Mannschaft vernünftige Dinge mitgeben zu können. Und werden natürlich mit relativ großem Selbstvertrauen deswegen hier hinkommen. Trotzdem ist die Zielsetzung klar, wir wollen das Spiel gewinnen, hier freitagsabends unter Flutlicht. Und müssen halt eine gute Balance finden zwischen auf der einen Seite Druck entwickeln zu Hause, auf der anderen Seite aber auch trotzdem unsere gute Defensivarbeit weiter stabilisieren. Wir kriegen relativ wenig Gegentore im Moment zum Glück. Und lassen auch wenig Torschancen zu. Das müssen wir als Basis beibehalten und müssen uns trotzdem aber auch offensiv noch weiterentwickeln, müssen uns da noch verbessern. So in der Entschlossenheit, in der Durchsetzungskraft müssen wir zulegen. Das wollen wir am Freitag machen und dann haben wir auch, denke ich, eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Ja, von mir aus war es erstmal. Ja, danke Stefan. Bei uns begrüße ich unseren Torhüter Morten Behrens. Morten, wir haben die Chance genutzt, dich gleich einzuladen zur PK für einen Ton oder ein Tönchen. Morten, die Partie in Lautern ist jetzt abgehakt, 1:1. Mit Blick auf Freitag, wie ist die Stimmung bei euch im Team und Thema Vorfreude vielleicht auch bei dir etwas größer geworden? Ja, hallo auch von mir. Na klar, haben wir Bock aufs Spiel am Freitag. Wir waren jetzt mit den Unentschieden nicht zufrieden. Wollten die Spiele natürlich gewinnen und ich denke, wir hatten auch die Chancen dazu. Jetzt am Freitag wollen wir natürlich den Fans auch was zurückgeben. Das war überragend, was die abgeliefert haben in Kaiserslautern, aber natürlich auch die Wochen davor. Und deswegen haben wir alle Bock aufs Spiel. Alles klar, danke Morten. Dann geht's gleich hinein in die Fragerunde. Manuel Heuscher beginnt, wie ich sehe. Bitte. Eine Frage an die Trainer. Es war so bei den Jungs nach dem Lauternspiel so das Thema, dass der ein oder andere gesagt hat, naja, wir müssen ein bisschen mehr Mut an den Tag legen, waren so die Zitate. Du hast jetzt auch gerade gesagt, so, dass die Balance gefunden werden muss. Wo kann man da genau tatsächlich jetzt auch in diesen Tagen dann ansetzen, dass es genau in diese Richtung geht, ohne eben, wenn man das eine besonders im Fokus hat, das andere dann zu vernachlässigen? Genau, wir müssen also das, was mit die Dinge, mit denen wir zufrieden sind, das ist die Arbeit gegen den Ball, das ist eine gute defensive Ordnung, das ist ein
eine unheimliche Bereitschaft der Jungs, verlorene Bälle zurückzuholen. Und das müssen wir stabilisieren und auf diesem Niveau halten und uns dann offensiv noch verbessern. Wir haben gestern, auch heute, viele offensive Abläufe auf dem Platz gehabt und müssen halt auf der Grundlage, genauso wie du sagst, wir müssen das eine machen, ohne das andere zu lassen. Und da sehe ich unser größtes Entwicklungspotenzial in der Offensive, im offensiven Durchsetzungsvermögen, in der absoluten Gier, die Chancen, die kommen, auch zu verwerten, noch mutiger zu sein, noch entschlossener zu sein und das Wort Fehler mal aus dem Gerätespeicher löschen, sondern wenn wir weiter so gut gegenpressen, wie wir es im Moment machen, dann haben die Jungs alle Möglichkeiten, mutig in der Offensive zu sein, immer wieder zu dribbeln. Und wenn einer hängen bleibt, ja mein Gott, dann bleibt er halt hängen, dann holen wir uns den Ball zurück. Und diesen Mut und diese Entschlossenheit, die fördern wir und hoffen, dass wir sie dann am Freitag dann auch in den richtigen Szenen auf den Platz kriegen. Kurze Nachfrage noch zum Jasu. Du hast gesagt, es reicht jetzt nicht für ihn. Wie ist der Stand bei ihm jetzt? Wie sieht es mit der Carbon-Schiene aus? Wie kommt er zurecht? Er kommt eigentlich ganz gut zurecht. Er hat noch so ein bisschen eine Schutzhaltung, das ist ja ganz normal. Und wir haben ihn jetzt noch aus den ganz engen Zweikämpfen, wo es dann auch richtig mal scheppert, noch rausgehalten. Da muss er dann Anfang nächster Woche rein, damit, wenn es dann wirklich mal zu einem harten Zweikampf kommt, er auch die Sicherheit hat, dass das alles in Ordnung ist, dass das alles hält. Und er muss körperlich natürlich ein bisschen, er war jetzt 2,5 Wochen raus, dann noch ein bisschen aufholen. Und ich glaube, dass es Richtung Krefeld, also realistisch ist, dass wir ihn da dabei haben. Herr Mali, bitte. Herr Krämer, vorausgesetzt oder mal angenommen, Ernst fällt tatsächlich aus. Mhm. Hätte das Auswirkungen auf die Grundordnung, insbesondere defensiv? Und wer wäre der mögliche Ersatz? Nee, glaube ich nicht, dass es Auswirkungen auf die Grundordnung hätte, glaube ich nicht. Möglich wäre Tarek Chahed oder Kostli. Ich sehe keine weiteren Fragen. Herr Bartlitz, bitte. Ne? Zur Formalie. Am Anfang sagten Sie, Herr Krämer, der Torhüter kommt nur zum Trainieren. Das heißt also, eine Verpflichtung ist vom Tisch oder war nie im Gespräch? Ist im Moment kein Thema. Ne? Also es ist nur, er hält sich bei uns fit und hilft uns, dass wir in der Torwartsituation natürlich jetzt besser aufgestellt sind für die Trainingsarbeit. Das ist der einzige Hintergrund im Moment. Danke. Dann vielen Dank für diesen Zeitpunkt. Wir sehen uns Freitag 19 Uhr unter Flutlicht. Danke.